Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Planet Coaster. Bevor wir uns hier draußen jetzt um diesen Vorplatz kümmern mit der Platte, die ich ja schon in der letzten Folge angedacht habe, möchte ich erst einmal die Warteschlange gestalten. Ich hoffe, da brauchen wir nicht allzu lange für, dass das recht fix jetzt geht, weil viel Platz haben wir hier eh nicht, dass man da groß was gestalten könnte. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe noch nicht wirklich einen Plan, wie ich das machen möchte. Kommt da ja auch noch zu. Okay, du bist eine komplette Wand, die da rausguckt. Aber vielleicht könnten wir, wenn wir das Raster jetzt verkleinern, hier im Prinzip dann so eine Zwischenwand bauen. Na, dass dann. Upsi, Hilfe, wo bin ich? Dass das Ganze dann auch als Geländer fungiert. Mal, wenn wir da anfangen. Wie habe ich denn das jetzt hingebaut? Hä? Warum? Bleibt doch bitte auf der Höhe wie alle anderen auch. Doch da ordentlich mit. So, jetzt nehme ich mir euch beiden. Schieb die nochmal eben rüber. Können ja hier hinten drin verschwinden. Da stören sie ja keinen. Nein, wunderbar. Müssen wir noch gucken, wie wir hier die Geschichte. Steuerung D, so. Verkleidet kriegen. Du dürftest dich drehen, Wand. Danke. Können wir hier dran setzen? Weil es würde mehr Sinn machen. Wenn wir die. Ah, ist jetzt die Frage. Kriegen wir die hier an dieses Gebäude dann? Ich will dich in dem anderen Gebäude, bitte. Wenn ich jetzt so mache und die Wand auswähle, Wand suche, dann wird das doch wieder nix. Dann sieht sie doch wieder ganz anders aus und ich habe doch keine Ahnung, was ich da für Farben genommen habe. Oder merkt. Du hast es dir gemerkt. Oh, Spiel. Oh. Werden wir doch noch Freunde in diesem Leben? Problem ist nur, okay, wir müssen auf jeden Fall eine höhere Wand nehmen. Und das Problem ist, wir kommen nicht ganz vernünftig darüber, dass es gut aussieht. Weil das ist Käse. Das ist hässlich. Wir könnten natürlich. Was aber auch blöd ist. Ja, pass auf, dann machen wir es so. Müssen ja eh noch gucken, wie wir das hier kaschiert bekommen. Und hier an die Stelle machen wir jetzt irgendwie eine Säule. Hier sowas zum Beispiel. Genau, so, dass da keiner mehr durchlaufen kann. Das ist perfekt. Nein, wir drehen es natürlich noch. Ich sehe nichts, danke Zug. Ist immer wieder ein Traum. Dem Ding. Da müssen wir natürlich zusehen, dass wir irgendwie einen schönen Ausgang kriegen. Da müssen wir eh hier oben noch gucken, ne? Mit einem Torbogenausgang etc. Da haben wir ja noch gar nichts gemacht. Ich weiß aber auch nicht, was ich da vorhatte, wenn ich da ganz ehrlich bin. So, ändert sich die Farbe. Ändert sich denn die Farbe nicht? So. Spiel. Warum bist du dich nicht ändern? Dankeschön. Ich weiß noch nicht, was wir da für eine Farbe nehmen. Ich mache auch mal erstmal so hell. Ja, und dann gucken wir mal zwecks Durchgang von diesem Bauobjekt, also von diesen Wänden. Hätten wir halt den. Rasterhöhe, Rastergröße ist ja okay. Der würde da eigentlich super reinpassen, ne? Da müsste man nur, wie gesagt, gucken, dass wir hier diese Geschichten verbaut bekommen. Ich würde aber ganz einfach mal gucken, dass wir das hier dann ansetzen, ungefähr gleich breit. Dass man wirklich oben nur diesen Bogen hat, den wir natürlich auch noch einfärben können. Hallo? Spiel ist gerade wieder so schwerfällig.
Nee, das. Den Bogen hier haben wir gar nicht als Farboption, ne? Die drei Farben, die da sind, sind die Wand. Das heißt, dieser Bogen, der muss so komisch gelblich bleiben. Das ist ja. Das ist ja bescheiden. Danke, Spiel. Wirklich. Danke. Nee, aber das hier. Da hätten wir das ja auch. Das überkreuzen. Nee, ist, glaube ich, auch keine Option. Ich meine, wir sind. Na, warte, wenn wir es auf die richtige Höhe machen. Wird auch nicht besser. Nee. Dann lassen wir es lieber so. Und gucken, dass wir das hier unten noch irgendwie schöner verbaut bekommen. Vielleicht auch nochmal mit diesen Objekten. Das sind Züge, ne? Ich glaube, wir haben viel zu viele. Vor allem die Leute gehen ja hier mal dran vorbei und denken sich, oh, oder fahren hier mit dem Zug dran vorbei. Denken sich, da oh, kann ich da aussteigen? Und dann so, nee. Hier ist aktuell geschlossen. Ich hoffe, wir können das bald für die Besucher öffnen. Das wäre sehr schön. Aber ich mache das jetzt auch so, dass das da so ein Stückchen rausguckt. Meine Güte. Ist halt, ne? Halt. So. Ist auf jeden Fall besser verbaut als irgendwie andere Sachen. Wir können natürlich noch gucken, wenn wir den jetzt, dass das nicht ganz so blöd aussieht. Wobei er ist sehr lang. Nein, das war der falsche. Wieder zurück. Nein, komm wieder her. Ich wollte den hier. Kannst du vielleicht ein bisschen so machen? Oder sieht das zu blöd aus? Schön ist halt was anderes, ne? Ihr müsstet ein bisschen runterkommen, damit die Wand da oben vernünftig bündig abschließt. Und hier oben brauchen wir. Eine ganze Wand geht ja nicht. Aber von innen, warte mal, haben wir diese Stuck. Die Stuckwand. Hier unten ist sie ganz rund. Natürlich, mach die Farben halt nicht. Ist okay. Doch das Leben. Kompliziert. Warte mal, welches muss denn was? Ich glaube, du musst so und du musst so. Ja. Das ist blöd. Aber von innen halt, wisst ihr, dass das von innen schöner aussieht. Vielleicht auf die gleiche Höhe. Oder ist das zu niedrig? Hallo, speichern wir oder was ist wieder dein Problem, Spiel? Danke. Das passt ja von innen dann trotzdem. Ach, guck mal, die sind perfekt aneinander angepasst, ne? Das ist ja ein Traum. Und dann können wir. Hier oben diese Lücke jetzt noch schließen. Perfekt. Und eventuell von innen. Auch noch hier diesen Stein wegmachen. Oder lassen wir den? Weil der macht halt so einen komischen Knick rein, ne? Was halt blöd ist. Deswegen würde ich den doch schon von innen reinsetzen, dass die Wand einfach kompletter aussieht. Hier so dieses, ne, abgesetzt ist okay. Ich weiß auch nicht, ob wir dich dann brauchen. Und nicht vielleicht einfach sagen, wir ziehen hier die Wand. Wo ist sie denn jetzt? Hier einfach bündig runter. Oh Gott, es eskaliert gerade alles. Auch weil wir spielen. Ja, genau, wir spielen. Nein, wir speichern wieder. Deswegen ist das Spiel wieder am Verzweifeln. So. Ein rüber. Ich glaube, das ist ganz okay, wenn das dann auch.
In diesem Weißton ist. Jetzt haben wir da noch diese minimale Lücke, die wir irgendwie geschlossen bekommen müssen. Aber ich glaube, das lässt sich relativ easy einfach mit irgendeinem Holzbalken oder so kaschieren. Wenn wir da den Kollegen nehmen. Den jetzt hier einfach so reinschmuggeln. Den Boden. Ein Stück rein. Dass das dann hier trotzdem gut aussieht mit der Kante von dem Tor. Das wäre mir halt wichtig. So, wie hoch das hier geht, das weiß ich halt auch noch nicht. Deswegen ziehe ich es erstmal ein Stück. Gut. Dann wäre das schon mal da so ein bisschen kaschiert. Wir könnten das natürlich nach oben hin recht offen lassen, dass wir hier einfach nur ein Geländer draufsetzen, dass da keiner runterfallen kann. Ich glaube, hiervon können wir dabei nichts benutzen. Wo sind denn die ganzen Dinger? Szenerie, ne? Da. Da haben wir die Scheune. Das ist natürlich die Frage. Ups. Hilfe, wo ist mein Haus? Da. Welchen setzen wir da oben drauf, ne? Der hier würde eventuell Sinn machen. Oder ist der zu hoch? Der könnte auch zu hoch sein. Schon riesig, ne? Der kleinere Bruder davon ist der. Ich glaube, der würde reichen. Wir den dann hier lang ziehen. Lüng. Lüng. Ach, komm schon. Warum passt da denn nicht noch einer? Weil wenn wir da noch die Wand hinsetzen, dann müsste das doch eventuell passen. Gib mir mal eine Wand. Dreh dich mal. Und genau, passt halt nicht da rein. Dann passt es. Sehr gut. Du musst, glaube ich, noch ein Stück, ne? Dann ziehen wir den jetzt hier auch noch. Ist nach da vorne. Dann haben wir das einfach abgesichert hier. Und soweit fertig. Sollen wir uns da jetzt noch für einen Stress machen? Hier irgendwie, ja, großartige Warteschlangen-Decorations zu machen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich wollte gerade sagen, ich könnte gucken, dass ich das Ganze hier vielleicht eckiger hinbekomme. Und wir müssen das hier halt verstecken. Ich hätte ja erst gedacht, das kann man als Freifläche nutzen. Ja, ihr müsst da auch so sein, ne? Dass man hier dann ein Podest oder so macht. Wo vielleicht, ja. Warum gehe ich jetzt in Läden? Ist ja auch Quatsch. Wo man einfach kaufladenmäßig irgendwas hinmacht. Warte mal, was ist mit. Oh, ja, genau, wenn immer so was. Gut. So. Sind wir schon mal im richtigen Gebäude? Einfach so ein Betonblock. Warum nicht? So, wie hoch muss der sein? Mindestens so. Weiß noch nicht, ob das schön wird. Aber es kaschiert schon mal die ganze Protze, die wir da haben. Das muss man dann jetzt nur irgendwie noch ansehnlich von außen verbauen. Mit. Weiß ich noch nicht.
Hier unten könnte vielleicht noch Holz drüber. Das gleiche wie an der Decke vielleicht. Ja, toll. Den Winkel hier rausfinden. Das passt eigentlich ganz gut. Den jetzt hier unten hinsetzen. Dann haben wir nämlich auch da hinten diese Lücke da kaschiert. Da stört es uns soweit nicht. Hier sieht es soweit ganz gut aus. Können wir den auch. Oh, damit könnten wir die komplette Bodentextur hier drin ändern. Ist nur die Sache. Wobei raus könnten wir gehen, ne? Wollen wir das? Oder ist das zu hoch? Ich glaube, es sähe besser aus, wenn ich ehrlich bin. Dann müssen wir nur mal eben gucken. Okay. Wollte nur die beiden Platten. Dankeschön. Dass wir jetzt hier natürlich. Ah, das ist natürlich hier blöd. Wir hier das ansetzen als. Doch, das müsste gehen. Das normale ganze Platte für das Wegstück. Dann hier auch vernünftig ansetzen. Und dann schnappen wir uns eine von den Platten, wenn ich sie denn wieder erwischt kriege. Danke. Wird jetzt halt vielleicht ein bisschen tricky hier, diese Linien. Ah. Müsste dann so, und dann müssen wir noch eine hier in die Wand schieben. Damit das da auch passt. So. Ja, das ist hier nicht schlimm. Wie gesagt, das wird ja eh noch kaschiert. Aber das sieht doch hier oben rum zumindest schon mal wesentlich besser aus. Ich bin gerade am Überlegen, das noch bis nach darüber zu schieben. Die Ecke da auch haben. Irgendwas muss ich da ja noch drüber machen. Hier stört es keinen. Wunderbar. Und hier bei der schrägen weiß ich nicht, dass da so sinnvoll wäre, das da auch anzubringen. Könnte man prinzipiell machen, wenn ich mir das hier gerade so angucke. Okay, ist irgendwie alles sehr krumm und schief hier. Mehr so in die Richtung krumm und schief. Oha. Ah, so fast, passt, fast ist fast. Kommen wir ein Stück zurück. So. So könnte man das eventuell da anbringen, dass das da auch noch gut aussieht. Wobei, stopp, stopp, stopp. Ich würde jetzt gern gucken, dass hier diese Linien wenigstens einigermaßen übereinander stimmen. Dass das vernünftig aussieht. Okay. Hier oben glitscht es auch nicht wirklich irgendwo durch. Das können wir so machen. Unser einziges Manko ist jetzt halt noch diese Geschichte hier. Wobei, da könnten wir. Wo sind sie? Hier, ne? Sind das die Kisten? Hier sowas zum Beispiel. Okay, nein, jetzt musst du wieder mal nicht an Oberfläche. Danke. Dann passt das vielleicht sogar, dass da Dönsens drin ist. Aber wirklich gut sieht das nicht aus, ne? Das kriegen wir doch hier einen Hixen. Die ist zu groß. So eine Kiste könnte man da hinstellen. Das Ganze irgendwie kaschiert.
Wir schummeln halt ein bisschen, ne? Ist halt nicht schlimm. Bist du klein? Ja, die schwebt da gerade so ein bisschen, aber wenn wir da noch jetzt eine kleine vorstellen. Oh, speichern wir? Wir speichern. Natürlich. Wird das zu viel? Das zu vollgestellt? Oder kann man das so machen? Problem ist halt, wir müssen das kaschiert bekommen. Wir können auf jeden Fall euch beiden. Naja, nee, dich eigentlich nicht. Könnten wir noch ein bisschen nach hinten schieben? Der Platz wäre da. Bis zur Wand. Das einzige Problem ist jetzt halt da, dieser kleine Grünstreifen. Ich würde dich auch nochmal anders stellen, dass du vielleicht nicht ganz so da rein wachst und glitscht gerade, wie du es tust. Auf den Boden stellen. So. Ist halt so halb Kacke gemacht. Ja, hier unten haben wir jetzt noch diesen minimalen Grünstreifen. Vielleicht könnten wir da noch ein Brett oder so vorlegen. Nein, Brett gibt es nicht. Planke? Eine Planke gibt's. Die könnten wir jetzt auch an Oberfläche ausrichten machen. Wieder so richtig schön draufgebatscht ist. Na? Einfach nur, um das Ganze zu verstecken. Sehr gut. Ah, perfekt. Und hier drauf können wir na, ja, wobei, nee, das ist mehr so ein Wandbeleuchtungsding, was wir hier abziehen. Da würde ich jetzt nicht wie so in anderen Bereichen so ein Licht da draufstellen. Das wäre, glaube ich, blöd. Das hängen wir lieber dann hier so an die Wand und hier unten auch kurz vorm Ausgang. Und dann haben wir schon mal den ersten Teil der Warteschlange ein bisschen verschönert. Mit ein bisschen Krempel. Vielleicht finden wir auch noch andere Sachen, die wir da noch zustellen können. Und dann gucken wir, was wir hier rausmachen. Vielleicht sowas Ähnliches, dass man da auch noch mal ein paar Kisten hinstellt, dass das Ganze versteckter wird, dieser Betonklotz, der da steht. Und ja, mehr würde ich hier tatsächlich eigentlich gar nicht machen wollen. Noch ein bisschen Dekoration an die Fenster. Ich glaube, hier ein bisschen Dekoration an die Wände. Hier Fenster rausmachen ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Das wäre blöd. Ja. Und ansonsten müssen wir dann mal gucken. Ich sehe gerade, dass ich hier noch so ein Ding haben möchte, auf jeden Fall. Ja, müssen wir noch gucken. Da müssen wir den Bahnsteig hier noch machen. Da würde ich gerne von hier abgehend irgendwie so ein halbrundes Dach oder zumindest auf dieser Seite noch ein Dach machen, dass man da etwas unterstehen kann. Die Brücke muss dann gemacht werden. Die andere Seite hier vom Bahnsteig muss gemacht werden. Das Haus muss fertig gemacht werden. Da guckt Dach raus. Das ist ja frech. Es ist noch zu tun hier, definitiv. Aber es wird. Ich finde, es macht sich. Schritt für Schritt kommen wir hier gut voran. Hallo, Hilfe. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü.